Okay, ja. War das eben ein Erfolg? Habe ich gar nicht gesehen. Hat er selten. Welcher Teil ihrer Persönlichkeit hier wohl drauf ist? Ich tippe auf den süßen Hintern. Dann Die komm hin. Datasette passt schon mal. Jetzt muss nur die Fernbedienung noch funktionieren. Dank meines Charmes wird der Rest dann ein Kinderspiel. Okay. Ja. Dann wollen wir mal. Zu ihr hin. Frage ist dann, wo ist die Karte? Ich muss mal wieder dahin. Und nochmal in den Shop rein. Was haben wir denn hier? Lottomat. Der Hauptgewinn ist eine voll funktionsfähige Torpedoausrüstung. Oh Junge, so eine wollte ich schon immer haben. Lotto spielen hat nichts mit Glück zu tun. Man braucht nur ein unfehlbares System. Der Lottomat scheint mein System nicht zu verstehen. Okay. Ein Saftpressenhut. Damit sehe ich bestimmt extra lässig aus. Wie ein Mann von Welt. Ohl wäre garantiert hin und weg. Eine sehr gute Wahl, mein Herr. Bitte vergessen Sie nicht, die Ware zurück an Ihren Platz zu legen, bevor Sie den Laden verlassen. Anti-Schwerkraft-Socken. Die haben hier echt alles. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Au! Okay. Was haben wir denn da? Die Sonnenbrille der ewigen Dunkelheit. Sieht aus wie eine normale Sonnenbrille. Nur, dass das Glas mit schwarzer Farbe übermalt wurde. Geil! Nehmen wir die auch mal mit. Entschuldigen Sie, mein Herr, aber ich muss Sie darauf hinweisen, dass das Modifizieren, Rekalibrieren und Tunen der Probeexemplare untersagt ist. Ach, schade. Die Sonnenbrille der E sieht geil. Kann ich nichts machen. Au! Schade. Und was ist das hier? Was Sie dort nicht sehen, ist der goldene Drache der Unsichtbarkeit. Es tut mir sehr leid, mein Herr, aber bei dem goldenen Drachen der Unsichtbarkeit handelt es sich nicht um ein Vorführmodell. Ich habe ihn gar nicht angefasst. Ich wollte nur meine Finger etwas ausstrecken und. Aham. Ist ja schon gut. Schade. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Das kennen wir schon. Au! Kann das sein, dass ich eine Angel dafür brauche? Das geht nicht. Geht er wieder vom Au! runter. Okay. Was haben wir denn noch hier? Wird ja auch Zeit, dass den mal jemand erfindet. Bananenkrümmer. So einen brauchen Goal und ich unbedingt für unsere Stadtvilla auf Elysium. Wir könnten ihn zum Beispiel ins Schlafzimmer stellen. Dann könnte ich direkt vom Bett aus schreddern. Okay. Ich würde diesen Schredder ja schon gerne ausprobieren, aber nicht mit meinen eigenen Sachen. Zu dumm, dass die Dinge automatisch mir gehören, sobald ich sie mitgenommen habe. Aber so ist nun mal die Rechtslage. So wie immer. Es tut mir sehr, aber es ist. So, warum? Ja, ist ja gut. Herzlich willkommen. Es wie kann. Was verkaufst du hier denn so? In Gilligan's Gadget Garten finden Sie die unglaublichsten Apparaturen auf ganz Deponia. Gucken Sie sich ruhig um. Probieren Sie gerne ein paar Gerätschaften aus. Aber bitte denken Sie daran, die Ware wieder zurückzulegen, bevor Sie den Laden verlassen. Natürlich. Was denkst du denn von mir? Meine CPU hat eine 86-prozentige Wahrscheinlichkeit eines versuchten Ladendiebstahls errechnet. Was?
Das ist doch eine Frechheit. Auf welcher Basis denn? Anhand mehrerer Faktoren. So wie sie rumlaufen, zum Beispiel. Bist du ein Roboter? Der Gadget hier hat mich gebaut, um ihm im Laden zu helfen. Ein geschickter Schachzug von ihm. Wo ist er jetzt? Diese Information ist irrelevant. Ich bin vollkommen autark. Verstehe. Wo kann der Gadget hier nur sein? Wir wissen es nicht. Wir suchen ihn bereits seit Monaten. Wir? Ja, wir machen uns große Sorgen. Seine Frau und ich. Da oben ist er doch drin. Der Gadget hier ist also verheiratet. Ja, Camilla ist eine wunderbare Frau. Ich bin täglich bei ihr und leiste ihr Beistand. Es muss eine harte Zeit für sie sein. Sie sollte nicht um einen Mann trauern, der sie im Stich lässt. Sie muss auch nach vorne blicken. Menschen sind so unzuverlässig, nicht wahr? Das sage ich, Camilla, seit Monaten. Mittlerweile gibt sie mir recht. Roboter sind so viel zuverlässiger, sagt sie. Warum ist der Sockel dort leer? Er ist nicht leer. Was sie dort nicht sehen, ist der goldene Drache der Unsichtbarkeit. Das mächtigste Gadget Deponias. Goldener Drache der Unsichtbarkeit? Es ist schwer zu glauben, aber er ist da. Ein schönes Gerät, reich verziert. Und seine Kräfte sind unvorstellbar. Aber wagen Sie es ja nicht, ihn anzufassen. Ich glaube, ich kann mich gerade noch zurückhalten. Gut. Ich bin da mal wieder weg. Beehren Sie uns bald wieder. Okay, was haben wir denn jetzt noch hier? Gar nichts, war alles klar. Ja, das ist der Gadget Shop. Einer meiner Lieblingselemente im Spiel tatsächlich. Eigentlich so der Traumraum für einen. Wir haben in fast jedem Deponia ja auch einen Laden. Beziehungsweise Läden sind sowieso einfach tolle Locations für Adventure-Spieler, weil sie da halt sich irgendwie ausrüsten können und sich Sachen kaufen können. Jetzt haben wir keine Währung hier, aber Rufus kann da wenigstens nach Lust und Laune Gadgets ausprobieren. Aber ja, das ist eben nicht der einzige Spaß, diese total bekloppten Gadgets hier miteinander in Verbindung zu setzen, um halt irgendwie ein weiteres Gadget zu bekommen. Sowas wie den tollen Saftpressenhut oder Anti-Schwerkraft-Socken. Meine Güte, war das ein Aufwand. Die Anti-Schwerkraft-Socken, ich habe mir das so einfach vorgestellt, als wir die Animation für die Anti-Schwerkraft-Socken geplant hatten. Und ich dachte, wir drehen einfach Rufus einmal um, wenn er an der Decke lang läuft. Jetzt habe ich es verraten, aber egal. Und stattdessen hat halt der Animator nochmal einen kompletten neuen Walk-Cycle für Rufus gezeichnet mit einem runterhängenden Mantel, wie Rufus an der Decke lang läuft. Zu viel des Guten. Aber großartig, dass sie es gemacht haben. Total irre. Aber alle Animationen, die wir da reingesteckt haben, sind natürlich da wieder eingespart worden, wo wir die aufwendigen Animationen von Rufus, wie er halt mit dem goldenen Drachen der Unsichtbarkeit rumläuft, die dafür halt angefallen wären. Eine Sache, die hier noch bemerkenswert ist, ist natürlich, dass wir Cowboy Dodos Allzweck-Datasetten hier im Angebot haben. Das heißt, hier wird schon unser Star-Auftritt vom dritten Teil angeteasert. Cowboy Dodo wird ja eine gar nicht mal so unwichtige Person im dritten Teil werden. Und das hier ebenfalls einer meiner Lieblingscharaktere bzw. Charakterkombinationen oder Gesprächssituationen stattfindet. Und zwar dieser Shop-O-Mat, der sich mit Rufus halt über den Verbleib von dem Gadget hier, von dem Besitzer des Gadget-Shops unterhält. Wo kann er nur sein? Die Reaktion, ja, ist sehr schön, weil es eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielt im Spiel. Und einfach nur durch die Optik wird dieses Gespräch so schön aufgewertet. Ich mag es. Okay. Geh mal raus. Es tut mir sehr leid, mein Herr, aber die Ausstellungsexemplare dürfen unter keinen Umständen aus dem Ladenbereich entfernt werden. Ich weiß nicht, wovon du redest. Aha. Ist ja schon gut.
Mann. Ist ja gemein. Guck mal, Poki. Was für ein hässliches Nest. Das muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. Schnabeltiernest wieder. Die Stoßstange sieht stabil aus. Aber ob sie auch den berüchtigten Rufus-Elch-Test aushält? Guck mal da unten. Vorsicht ist geboten. Die bunten beißen Mann. Kriegen wir eh nicht. Ich rühre grundsätzlich nichts. Ja, ist ja gut. Stranzo! Bist du Tomato? Er macht Puff zu meinem neuen Sacco, die Aria. Jetzt ich muss zu ihm danken, um ihn zu holen, die Ersatz. Das war lustig. Okay. Diese südländischen Modelle sind doch der reinste Schrott. Ständig geht irgendwas kaputt. Springt erstmal ins Wasser rein. Ein Notenständer. Oh oh. Das verheißt nichts Gutes. Hm. Okay. Das ist kein Schrottverbrennungsmotor. Ein Generator. Können wir noch weg, weg, weg. Wir können noch rein. Schauen wir gleich noch. Das ist die Bahn, ne? Ich sehe keinen Schalter, aber egal. Mit etwas technischem Feingefühl sollte das kein Problem sein. Geh aus! Ich sehe keinen, aber ich... Geh aus! Das ist kein Schrottverbrennungsmotor. Ja, dann nicht. Das ist kein Schrott. Dann halt nicht. Das ist die Bar. Was für ein hässlicher Vogel. Gibt es denn hier keine Gesichtskontrollen? Darf ich stören? Eigentlich nicht. Dann muss es wohl ohne deine Einwilligung gehen. Sind wir uns nicht schon vor Docs Werkstatt begegnet? Es muss eine Verwechslung sein. Nein, nein. Du und dein kräftiger Kumpel wolltet mir irgendwas abknöpfen. Was habt ihr doch gleich gerufen? Tod dem Organon. Tod dem Organon! Ich meine, Tod dem Organon. Haha, wer würde denn sowas sagen? Eine gute Parole natürlich. Hat bestimmt jemand lange dran gesessen. Warum sitzt du hier so alleine? Ich warte auf einen würdigen Gegner im Schnickschnack-Schnuck. Warum denkst du, dass du den ausgerechnet hier findest? Weil sich hier alle Langfinger der Gegend rumtreiben. Das macht Sinn. Du bist ein professioneller Schnickschnack-Schnuck-Spieler? Genau. Ich bin ein Schere-Stein-Papier-Fachmann. Ein Knobelexperte. Ein Schnibbelprofi. Meine Stärke ist die Schere. Die habe ich jahrelang trainiert und beherrsche sie aus dem FF. Aber auch mein Stein ist nicht von schlechten Eltern. Ich habe hier und da noch gewisse Schwierigkeiten, das Papier gezielt einzusetzen. Aber mein Trainer sagt, dass ich diese Schwäche durch Schnelligkeit und Ausdauer ausgleichen kann. Lass uns spielen. Gerne. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Hast du sie dabei? Als ich zuletzt nachgesehen habe, waren sie am unteren Ende des Arms. Mal sehen. Da sind sie ja. Haha, netter Versuch, Kumpel. Wieso? Was ist denn? Das sind keine offiziellen Turnierfinger. Sie könnten gezinkt sein. Komm wieder, wenn du dir offizielle Turnierfinger besorgt hast. Okay. Ich gehe da mal wieder. Mach das. Okay. Sollen wir hier noch mehr Turnierhand besorgen? Ja. Okay. Was man machen kann, ist gut speichern. Überschreibe ich das einfach mal? Speichern. Überschreiben, ja. Und weiterspielen. Warte mal. Das soll ein Rasiermesserfisch sein? Also für mich sieht das eher nach einem Schwert aus. Hey, halt still! Verdammt, er scheint eine Art Bewegungssensor zu haben. Diesen Fisch werde ich mit bloßen Händen fangen. Na dann. Okay. Diesen Fisch. Okay.
Da haben wir den. Das ist doch einer von den Typen, die ich vor dem Stadttor verprügelt habe. Ich muss vorsichtig sein. Die haben dich verprügelt, nicht umgekehrt. Entschuldigung. Hm? Was willst du denn? Ich finde, mir steht eine Entschuldigung zu. Inwiefern? Naja, wegen des Überfalls auf offener Straße. Hör mal, Bursche. Ich bin Mitglied des unorganisierten Verbrechens. Und das gibt euch das Recht, unschuldige Passanten am helllichten Tag zu überfallen. That's the way we roll. Cool. Das unorganisierte Verbrechen, was ist denn das so? Wir sind wie eine kriminelle Organisation. Nur eben ohne den organisatorischen Teil. Kann man bei euch einsteigen? Unglaublich unorganisiert bin ich schon mal. Mach dich nicht lächerlich. Was könntest du uns schon anbieten? Ich bin ein begabter Bastler. So? Woran bastelst du denn? An Stromumkehrern, Fluchtmaschinen, einem Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Kinderkram. Du bist einfach nicht verwegen genug für einen unorganisierten Verbrecher. Ich bin unverwüstlich. Ich kann von einem 2 Meilen hohen Turm in einen Nadelhaufen fallen, ohne Schaden zu nehmen. Toll. Kannst du auch Bälle auf deiner Nase jonglieren? Na hör mal. Ich bin ein draufgängerischer Abenteurer und kein Zirkus-Ozelot. Kinderkram. Du bist einfach nicht verwegen. Ich bin unglaublich lässig. Wie lässig genau? Ich bin dermaßen laid back, ja? Dass mein Hinterkopf, ja? Schon am Boden schuppert, ja? Kinderkram, du bist einfach nicht... Ich bin ein guter Zuhörer. Ach ja? Das finde ich interessant. Man nennt mich auch das Ohr. Ich habe da nämlich diese Geschichte, die ich schon lange jemandem... Adlerohr, Herr der Schallwellen. Aber meine Geschichte? Er lauscht seine Gegner in Grund und Boden. Vergiss es. Entschuldigung, hast du was gesagt? Ich bin wohl verwegen genug. Bist du nicht? Wie kann ich dir beweisen, dass ich verwegen genug bin? Da müsstest du schon was wirklich Verwegenes tun. Die Katze von der Donner rasieren zum Beispiel. Wenn's weiter nichts ist? Das sollte kein ernst gemeinter Vorschlag sein. Niemals würde irgendwer, der noch bei Verstand ist, etwas so Verwegenes tun. Ich bin ja auch nicht irgendwer, der noch bei, versuch nicht, mich aufzuhalten. Was soll ich noch gleich? Die Katze von der Donner rasieren? Nein, 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 nein. Ich sagte, du sollst nicht die Katze von der Donner rasieren. Das wäre extrem gefährlich und dumm. Haha. Gefährlich ist mein 2. Vorname. Und dumm mein, Versuch nicht, mich aufzuhalten. Ich werde schon bald bei euch mitmachen. Du wirst schon sehen. Verzieh dich. Ach, ich würde wirklich gerne bei euch mitmachen. Mach dich nicht lächerlich. Was könntest du... Was sagt denn der Organon zu eurer Vereinigung? Das hier ist der schwimmende Schwarzmarkt, Bursche. Der Organon hat hier nichts zu melden. Auch nicht der Beamte, der da hinter dir steht? Was? Haha, sehr lustig. Fand ich auch. Ach, ich würde wirklich gerne bei euch mitmachen. Was? Wo ist dein Kumpel? Wink, der bewacht den geheimen Unterschlupf. Eigentlich ist er vollkommen ungeeignet. Auf dem rechten Auge blind wie eine Natter. Dabei ist doch das rechte Auge das wichtige Auge. Wer sagt denn sowas? Meine Mutti. Wieso? Spielst du auch dieses Schnick-Schnack-Schnuck-Spiel? Klar. Leider habe ich heute meine Turnierfinger im Unterschlupf vergessen. Okay, da kriegen wir ja so her. Ich komme auf dich zurück. Was auch immer. Trotz meiner gewaltigen Kräfte komme ich hier ohne Werkzeug nicht weiter. Die Klappe ist verschraubt. Okay. Ach, so funktioniert das. Hi ho, hi ho. Willst du Ärger? Na komm schon, sing doch mit. Hi didel didel do. Mann, hast du ein Glück, dass ich keine Behinderten schlage. Guck mal, Notenblätter. Der tote Taubentango. Der tote Taubentango. Hey, Finger weg. Ach ja.
Was willst du machen? Mit dem Fuß aufstampfen und mein erstgeborenes Kind stehlen? An deiner Stelle würde ich mein Maul nicht so aufreißen. Ich bin in der richtigen Höhe, um dein erstgeborenes Kind pränatal abzutreiben. Ich muss mal weiter. Ich bekomme Nackenschmerzen, wenn ich zu lange nach unten gucke. Hey, Finger weg! Ach ja? Was willst du machen? Mit dem Fuß aufstampfen? Ander, ich bin in... Ich bekomme... Okay. Das war wieder mal cool.